Wenn die Freikirche hört, ob der Ex-Muslim, rennt weg. Rennt wirklich weg. Das ist wie der Dajjal. Wenn ihr den Dajjal seht, sollt ihr wegrennen. Wenn ihr den Ex-Muslim seht, der behauptet, Ex, also Muslims gewesen zu sein, mal, rennt weg. Das ist eine Lüge. Und der ist ein Verbrecher. Der ist gefährlich. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala Ali wa sahbihi ajma'in. In diesem Video geht es um die farblose Gestalten, um die, also wo wir halt vor dem Ramadan haben wir ein Video hochgeladen, wir haben ja gesagt, die letzten Videos, inshallah, bi'iznillah, und wir werden keine Videos mehr machen gegen die Gestalte. Und da wollten wir aber noch ein Statement abgeben, dazu kamen wir nicht, weil der Ramadan hat genau begonnen und in Ramadan sind wir mit der Ibadah, mit anderen Sachen zumindest beschäftigt und nicht mit diesen farblosen Gestalten. Und ich wollte nochmal ein Statement dazu abgeben, weil warum, wieso, weshalb wir keine Videos machen. Es kommen immer wieder einige Fragen, kommt noch ein Video. Ich weiß nicht, ob die diese letzten Videos gesehen haben. Und ich wollte auf jeden Fall noch ein Statement dazu abgeben und danach geht es nur um eine andere Sache, was auch vielleicht irgendwie auch damit zu tun hat. Warum? Weil es geht um Ex-Muslime. Um Ex-Muslime, um diese Verbrecher, ganz ehrlich gesagt, das sind die größten Verbrecher überhaupt. Es geht nicht um die Christen, um die ganz normalen Christen, die ganz normal das Christentum praktizieren. Auch wenn die daran glauben, dass Jesus Gott ist. Auch wenn die den Islam verleugnen. Von mir aus auch den Islam bekämpfen. Ja? Beleidigen von mir aus. Ja? Es geht nicht um diese Christen. Geschweige denn um die Christen, die wirklich ruhig sind, die nur einfach praktizieren und ihren Glauben ausleben. Um die geht es auf keineswegs. Aber wenn wir Ex-Muslime hören, dann sieht es anders aus. Ne? Dann sieht es auf jeden Fall so aus, dass wir gleich sehen, dass diese Menschen hassgefüllt sind, dass diese Menschen einfach Lügen verbreiten. Das haben wir schon erlebt mit Elia Nathan. Ja? Genau, Elia Nathan. Ja? Ich nehme deinen Namen auch in den Mund. Das ist nicht mal dein Name. Ja? Das ist nicht mal dein Name, dein richtiger Name. Du heißt nicht mal Elia, Yani. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, dieser Mensch wurde so erniedrigt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er gezwungen war. Allah hat ihn gezwungen, auch wenn er heuchlerisch war, auch wenn er das nicht absichtlich getan hat aus dem Herzen aus. Ja, spielt keine Rolle. Er wurde gezwungen, dass er die Shahada ausspricht. Er wurde gezwungen von Allah, wurde erniedrigt, dass er Jesus, den Heiligen Geist, lästert. Dass er den Heiligen Geist beleidigt hat. Ich habe ihn extra gefragt, ist Jesus für die Sünden der Menschen gestorben? Nein. Ist Jesus gekreuzigt? Nein. Glaubst du an den Heiligen Geist? Nein, das ist Gabriel gewesen. Ne? Und was steht in Matthäus geschrieben? Wer über den Heiligen Geist lästert, einmal, reicht schon aus, der wird das Paradies nicht kommen, nicht Paradies betreten können. Was haben die gemacht? Die verleugnen ja sowieso die Bibel. Die glauben ja nicht an die Bibel. Deswegen nehmen die ja so. Die sind leichtgläubig. Ja? Die sind so, ja, wie soll man sagen, die interpretieren die Bibel, wie die gerne haben wollen. Auf Lust und Laune, ja. Na, einfach jonglieren damit rum halt, und möchten gerne ja so verstehen, ja, die verleugnen Jesus, die verleugnen Christus, die verleugnen das Kreuzigung, die Auferstehung, die verleugnen dann den Heiligen Geist und danach sind die wieder Christ und dann lachen die alle wieder zusammen. Ami und Elia, ja, habe ich gehört, Allah alle, dass die halt zusammen sind und wieder zusammen lachen. Könnt ihr euch vorstellen, diese Menschen sind Witzfiguren, ja? Die kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen, aber einige Menschen nehmen die wirklich ernst. Das zeigt wiederum, ja, wo wir gerade stehen, in der Endzeit sind wir gerade, leben wir wirklich in der Endzeit. Aber was ich sagen wollte, dieser Mensch, der Elia, der wurde erniedrigt, ohne Ende. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn dazu gesorgt, dass er seinen Glauben verleugnet, obwohl er ein Heuchler war. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Jesus verleugnet, er hat den Heiligen Geist verleugnet. Also auf schlimmste Art und Weise wurde er erniedrigt. Und ich sage ganz ehrlich, jeder Mensch, egal wie er heißt, egal, spielt keine Rolle, Muslim, Christ, Atheist, wirklich spielt gar keine Rolle. Jeder, der mit Elia befreundet ist, jeder Mensch, der diesen Menschen ernst nimmt, der ist psychisch krank. Der ist nicht zu ernst zu nehmen. Und jeder Mensch, der ihn allein zuhört, sein Gehör schenkt, das reicht schon vollkommen aus, dass er krank ist, dass wir mit diesen Leuten nichts zu tun haben wollen. Wallahi. Egal, auch wenn es in meiner Familie wäre, ich würde mit diesen Menschen nichts zu tun haben wollen. Weil das ist einfach krank, das ist nicht mehr normal, oder? Sogar Christen melden sich bei mir und sagen, was ist das für ein kranker Gestalt, ja?
was ist das für eine farblose Gestalt? Wie schlimm ist dieser Mensch? Ja, das melden sich bei mir Christen, ja, die sagen, was ist das, was ist da los überhaupt? Was geht da überhaupt ab? Das ist doch nicht normal. Die präsentieren hier das Christentum, nennen sich Ex-Muslime und sagen, dass sie jetzt, dass sie wiedergeborene Christen sind. Und dann machen die so ein Ding, ziehen die ab. Ja, unglaublich, oder? Also er wurde erniedrigt und jeder Mensch, der befreundet ist, der zuhört, der wird auch erniedrigt. Der wird auch genau in demselben Level sein, weil es kann ja nicht sein. Der Prophet Sam, es gibt ja eine Aussage von dem Propheten, ich weiß nicht, ob das Sahih ist, aber da heißt es, zeig mir deine Freunde, ich sag, wer du überhaupt bist. Deswegen, Freunde sind sehr wichtig. Mit den Leuten, mit denen man wirklich zu tun hat, die sind sehr wichtig. Sehr wichtig, ziemlich wichtig. Und das ist Sahih, yani. Auch wenn es kein Sahih-Hadith sein sollte, ich weiß es nicht. Ja? Ich habe es jetzt nicht geprüft, vielleicht kann man es einmal prüfen, aber auf jeden Fall ist die Aussage Sahih. Weil es kann auch die Aussage Sahih sein. Aber warum soll ich mit jemandem befreundet sein, der schlecht ist, der für die Gesellschaft nichts getan hat, der ein schlechtes Herz hat, der nur das Schlechte will, hassgefüllt ist, sein Herz ist hassgefüllt, ja? Mit solchen Leuten, wenn du mit solchen Leuten zusammen bist, dann wirst du auch so. Ich habe auch einen Christ hat sich gemeldet, der halt mit diesen Leuten zu tun hatte, genau mit diesem Namen. Und der meinte zu mir, ich war voll mit Hass. Ich habe Muslime gehasst. Und habe gesehen, dass es falsch ist, als Christ, ja, nicht als Muslim. Und habe gesehen, dass es falsch ist. Und dann habe ich gesehen, dass ich dann weg war von denen. Und mir ging es dann besser. Mir ging es wirklich besser. Ich habe mich mit den Muslimen auch gut verstanden und so weiter. Ich habe gesehen, das ist falsch. Er hat gesehen, deren Fehler, und ist einen anderen Weg gegangen, weil er gesehen hat, dass er das, der hat mit diesen Leuten wirklich zu tun gehabt. Er hat mit diesen Leuten getroffen, Bücher verteilt, Jesus, dies und das. Aber er hat gesehen, er war hassgefüllt. Er hat die Muslime gehasst. Und er war ja auch überfordert mit dem ganzen Hass. Er kam selber damit nicht klar. Und irgendwann mal hat er gemerkt, das ist falsch. Und diese Menschen strahlen das aus. Diese Menschen strahlen das wirklich so aus. Genau das. Und nicht anders. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Gestalt auch erniedrigt. Und deswegen sagen wir auch, jeder Mensch, der mit diesen Leuten zu tun hat, wie auch immer, dann ich entferne mich von denen. Ja? Und ich will auch mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Das ist der eine. Also er wurde erniedrigt vom Feinsten, mehr geht da gar nicht. Ja, er hat die Schahada ausgesprochen, Jesus verleugnet, den Heiligen Geist verleugnet. Und bei Allah, Allah ist Zeuge. Er hat die Schahada ausgesprochen hier, ausgesagt. Es war falsch. Ich habe das nicht gehört, ich habe es überhört. Und nachdem ich dann geschnitten habe, dann habe ich gesehen, dass er die Schahada, er hat es sogar abgelesen, das hat man voll rausgehört, dass er das abgelesen hat und falsch abgelesen, ja. Und danach habe ich nochmal ihn angerufen und meinte, die Schahada ist falsch. Und dann hat er die Schahada mir nachgesprochen und hat die dann richtig ausgesprochen. Und dieser Mensch kann nicht mal zwei Sätze aussprechen, der weiß gar nicht, was er, der hat keine Ahnung, was er da überhaupt redet, ja. Wenn ich seinen Kanal gelöscht habe, ich glaube, der ist schon froh, dass ich seinen Kanal gelöscht habe, weil er so viel Müll da geredet hat. Manchmal denke ich mir, vielleicht hätten wir das alles drin behalten können, damit die Leute auch sehen, wie dumm dieser Mensch ist. Ne? Dumm, also dumm nicht als Beleidigung, weil wie gesagt, das geht hier um solche Gestalte. Dann die zweite Person, Amir Rapur. Der ist nicht so auf diese Art und Weise krank wie er, weil Elias ist wirklich krank, psychisch krank. Ja? Aber Amir ist ein bisschen anders. Amir macht es bewusst, absichtlich. Bei denen sieht man es ihn an, dass er irgendwie ein Ziel hat und sein Ziel erreichen will. Solch Elia bin ich mir sicher, dass ihn keiner bezahlen würde. Kein Christ würde ihn bezahlen, dass er über den Islam Müll reden soll, weil dieser Christen ist nicht mal die Rede wert, ja. Aber Amir ist ein bisschen anders. Der macht es wegen Geld 100 Pro. Elia macht es wegen seiner Dummheit und Amir macht es halt wie Geld, ja. Er will halt die Aufmerksamkeit bekommen, er will, dass die Leute sehen, dass sie ihn gut finden, dass sie ihn loben, dass sie ihn schön finden. Deswegen macht er sich auch immer so schickimicki und so weiter. Deswegen ist er immer so eng angezogen mit seiner Taucheranzüge, ja. Und wird er auch, dann macht er sich schön und so weiter, Augenbrauen gezupft und so, wie eine, wenn überhaupt Frauen, ja, Augenbrauen. Aber Männer Augenbrauen gezupft, das ist, glaub mir, das wird niemals Jesus dulden, aber das ist ja ein anderes Thema. Wir werden inshallah gleich auf ein Video eingehen, auch über einen Christen, wo ich schon wusste, was er da alles tut, aber ich wollte einfach nicht Video machen. Es interessiert mich einfach nicht, weil er auch den Islam gar nicht in den Mund nimmt, ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, lass einfach.
Auf jeden Fall habe ich so viele Videos gemacht, so viele Videos hochgeladen. Und der hat nicht mal auf eine einzige Video geantwortet. Was macht er immer wieder? Neues Thema, neues Thema, neues Thema. Wenn man denn so weit geht und Videos hochlädt und eine Meinung folgen will oder die Meinung vertreten will, die Wahrheit vertreten will und behauptet, dass man die Wahrheit vertritt, dann muss man offen sein. Man muss man auch versuchen, auch zu antworten. Wenn man das nicht tut, ja, dann weiß man ganz genau, wo man gerade steht. Dann weiß man ganz genau, dass man was verbirgt. Versucht, die Wahrheit zu verbirgen. Dann wird man sagen, oh, wir nehmen doch vom Koran. Wir nehmen doch Hadithe. Amir nimmt doch vom Koran und Hadithe. Ja, aber wenn er das falsch abliest, wenn er falsche Übersetzungen nimmt, wenn er falsch interpretiert, wenn er Sachen zufügt, wenn er nicht aus dem Kontext liest, dann wird natürlich besteht immer die Gefahr, dass man auch eine Sache falsch erklärt. Wenn Jesus sagt, in Markus, in Lukas sagt, wer Vater und Mutter nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn wir das einfach so nehmen, dann müssen wir auch Mutter, Vater hassen, ja, oder? Wenn man es so nimmt, aber wenn du jetzt sagst, nein, mit einer anderen Stelle kann man es beweisen und dies und das zeigen und so weiter, dann sage ich, bitteschön. Aber das ist es halt, wenn man sagt, jetzt zum Beispiel, Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert, ja, wenn man das Wort für Wort so nimmt, dann muss man es auch so verstehen, dass er gekommen ist, Dschihad zu machen, ne? Und wenn ihr sagt, nein, aber aus dem Kontext musst du sehen, dann musst du auch wirklich auch den Koran aus dem Kontext sehen und kannst nicht einfach eine Stelle nehmen und alle Hadithe ablehnen, ja. Und deswegen, das haben wir immer wieder aufgezeigt, dass er Lügen verbreitet, aber der hat nicht darauf geantwortet. Warum? Er macht es bewusst, absichtlich, weil er ganz genau weiß, dass er lügt. Und aus diesem Grund hat man auch mit solchen Leuten nichts zu tun, weil das ist satanisch, ja. Das ist satanisch. Du redest über Gott und du sagst, dass du halt Gott folgst, dass es die Wahrheit ist, ja, versuchst die Menschen zu manipulieren. Und dann sagt er, ach, der Ramazan, der hat doch der hat doch diese Sachen, was er da erzählt, das kennen wir schon und so weiter, ja. Dann denke ich mir so, aber auf ABK antwortet er, da sagt er, nee, den will ich nicht ernst nehmen, den Ramazan oder solche Leute wie Ramazan. Das haben auch andere Brüder auch Videos gemacht, nicht nur ich, ja. Den nehme ich nicht ernst. Aber er nimmt irgendwelche Leute ernst, die über ihn lustig machen. Ja, die sich über ihn lustig machen. Zum Beispiel ABK und die anderen und so weiter. Die machen sich über ihn lustig und diese Leute nimmt er ernst. Die sagen sogar, ABK sagt sogar, ich will nur Geld verdienen. Ich mache es nur wegen Geld. Ja, das geht mir gar nicht um Glauben. Ja, ich mache mich nur über dich lustig. Ja, ein bisschen zum Lachen, das war's. Und den nimmt er dann ernst, über ihn antwortet er, aber über die Leute, die halt dann Videos machen und den gerne widerlegen, sachlich widerlegen mit Büchern. Wir haben hier wirklich Bücher. Ich habe einen Wert von 10.000 Euro Bücher hier. Ja, einen Wert von 10.000 Euro Allahu A'lam Bücher hier. Auch christliche Bücher, viele Exegeten und alles. Wir sind hier abgesichert. Also wir sind hier wirklich abgesichert. Wir haben hier alles. Wir können hier Bücher nehmen und vorlesen und zeigen alles, was wir hier erzählen. Nicht nur aus dem Internet. Ich bin kein Internettyp. Ich mag das gar nicht, aus dem Internet was rauszusuchen. Ja, wenn dann direkt aus dem Buch, ja, damit man auch weiß, was da auch wirklich geschrieben steht, weil es macht dann auch mehr Spaß, ist auch seriöser. Aber was hat er gemacht? Er macht das einfach, nö, bin Ramadan, antworte ich nicht. Aber irgendwelche Leute, die halt über YouTube sich über ihn lustig machen, die nimmt er ernst. Und so ist er einfach. Der tickt genau so ist er. In diesem Level ist er. Man kann sich nur über solche Leute nur lustig machen. Man sollte nicht viel die Aufmerksamkeit schenken. Jetzt haben wir schon genug geredet. Was soll ich noch dazu sagen? Also deswegen machen wir keine Videos mehr, weil die haben gar nicht die Aufmerksamkeit verdient. Man sollte diese Leute auch gar nicht anschauen, man sollte diese Leute auch nicht ernst nehmen. Klar, man kann sich motivieren, aber bis jetzt hat man sich motiviert, das reicht aus. Irgendwann ist auch Schluss. Man kann sich nicht immer wieder mit denselben Sachen motivieren. Klar, ich finde Amir Arapur, der kann gerne die Videos so weitermachen. Der wird immer wieder sich ins Lächerliche ziehen. Die Leute, die halt meine Videos sehen, die werden immer die Wahrheit erkennen. Egal, ob die Christ sind, Atheist sind, weil viele Christen melden sich, aber die auch wirklich normalen Verstand haben, gesunden Verstand haben. Auch wenn die Christen sind, die sagen, ey, der Arme lügt voll, tut uns sehr leid. Wir entschuldigen uns, ja, dafür. Ich sage, ihr braucht euch gar nicht zu entschuldigen. Wieso entschuldigt ihr euch denn? Für Amir. Ich habe damit nichts zu tun. Aber es ist immer gut, solche Christen zu hören, weil das ist besser so, weil dann hasst man ja nicht den Glauben, das Christentum. Dann geht es mehr um die Personen. Ist mehr so personenbezogen, weil klar, wir hassen diesen Menschen, ich sag ganz ehrlich, wir hassen alle solche Leute. Besonders die Leute, die sich Ex-Muslime nennen, sind einfach Banditos, möchte gerne Ex-Muslime. Diesen Leuten geht es nur um Hass, die sind gefüllt mit Hass. Ja? Denen ist es egal, ob jemand deine Mutter oder so beleidigt oder was auch immer beleidigt. Denen geht es einfach nur darum, dass der Islam beleidigt wird. Und wenn der Islam beleidigt wird, dann sitzen die wieder zusammen und lachen dann und fühlen sich dann wohl wieder alles zusammen. Und so ist es jetzt passiert mit Amir und Elia. Die sitzen wieder zusammen und lachen wieder und alles ist wieder okay. Obwohl er sogar, Elia, die Nummer von ihnen mir gegeben hat. Ich habe die Nummer von Amir
von Elia bekommen. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Er hat mir die Nachricht gesendet von Facebook oder so, und da war die Nummer drin. Er hat deren Chat mir gesendet, alles geschickt, alles gemacht, ja, und so weiter. Und jetzt sitzen sie wieder zusammen, nur weil sie jetzt wieder zusammen den Islam hassen. Da sind die zusammen, wenn es um Gott geht, um Islam geht, um den Glauben geht, ja, um die Wahrheit geht, dann finden die sich wieder zusammen, dann fühlen sich wieder wohl, um den Islam wieder zu beleidigen, um Allah zu beleidigen, um den Propheten zu beleidigen, um wieder zu lügen. Das geht's nur darum. Dann geht's nur um die Lüge, weiter zu lügen, zusammenzuführen, ja. Und das ist eklig. Wie, das zeigt wieder deren Charakter, wie charakterlos diese Menschen sind. Möge Allah uns bewahren vor solchen Charakter, von solchen Charakter, weil das ist wirklich charakterlos vom Feinsten, unterste Schublade. Und also schlimmer geht's gar nicht, finde ich. Und die können natürlich so weitermachen. Es war mir sowieso schon vornherein klar in meinem einer Video von, wo ich gegen Elia, wo noch Elia angeblich Muslim war. Da habe ich ja schon gesagt, hier, ich schenke euch, könnt ihr haben gerne, hier habt ihr Elia und so. Das habe ich ja gesagt. Ich wusste, dass er wieder solche Videos machen wird und so, nachdem ich das alles analysiert habe und gesehen habe, dass alles passt, ja. Weil dann, bei mir muss immer alles passen. Wenn irgendjemand kommt und irgendwas sagt, erstmal glaube ich daran nicht. Und wenn ich irgendwas höre, erstmal glaube ich nicht. Aber es muss alles passen. Wenn eine Sache nicht passt, dann gehe ich in eine andere Richtung. Deswegen, und das hat am Ende wirklich alles gepasst. Und dann habe ich natürlich, wo er noch Muslim war, wo er noch mich angeschrieben hat, du Kafir, ich bin ein Muslim, wie kommst du darauf, du Heuchler, wie kannst du sein, so und so. Ja, da hat er, wie lächerlich, wirklich Kindergarten eigentlich. Also ich fühle mich wirklich wie, ich bin schon 40 Jahre alt und muss noch mit so solchen Kindern zu tun haben. Ich meine, aber egal. Auf jeden Fall hat er so, solche Sachen gepostet, solche Sachen geschrieben, ja. Und da meinte er, ist Muslim, wirklich und so, er ist kein Heuchler und so, hat immer noch Jesus verleugnet und Heiligen Geist verleugnet und alles drum und dran. Das hat er alles geschrieben. Und da wusste ich trotzdem, nein, das ist jetzt vorbei. Weil alles hat gepasst. Alles hat gepasst. Aber ich dachte, nein, ich werde jetzt ein Video machen und zeigen, dass du ein Heuchler bist. Nee, nur weil ich den Yasin al-Hanafi jetzt fände. Nein, es geht mir nicht um Yasin al-Hanafi. Da gibt es genug Brüder, die Yasin al-Hanafi. Ich würde sogar hinter denen beten. Ich habe kein Problem mit diesen Leuten, mit diesen Brüdern. Es geht nicht darum, ja. Das geht nur darum, dass du ein Heuchler bist, Elia. Ja? Und das wollte er nicht verstehen. Erst nach 2 Wochen hat er gesagt, dass er ein Heuchler ist, ja. Das hat er dann auf Facebook veröffentlicht. Davor hat er irgendwelche Kalele gemacht. Mohammed, bla bla bla, hat er sich genannt. Und hat dann, Mohammed Elia oder so hat er sich genannt. Ja, auf jeden Fall hat er dann irgendwie so mit Tuch und so richtig schickimicki gemacht und einfach nur für eine Frau, für ein Kind hat er seine Religion, seinen Glauben, alles verkauft. Und solche Leute können morgen nicht nur ihre Seelen verkaufen, auch ihre Körper verkaufen. Diese Leute sind Allah bei allem, was sie da machen. Die können alles machen. Wenn die wirklich so verzweifelt sind, gehen die auch morgen dann auf den Strich. Ganz ehrlich, und diese Leute sind für uns krank und jeder Mensch, der mit diesen Leuten zu tun hat, ist auch krank. Und was führt diese ganze Krankheit? Zu Gewalt. Wer hat mich bedroht? Elia hat mich bedroht, dass er mich töten will, dass er das und das machen will, dass er meine Wohnung und so verbrennen will. Amir hat gesagt, ich will dich töten. Das werden wir gleich aufzeigen, ne? Die Beweise sind da. Beleidigen ohne Ende und so weiter. Und jetzt gucken wir uns mal ein Video an. Wir haben hier extra Nature23 einen Kanal genommen, aus dem Grund von allem. Weil ich finde, was er macht, ist noch akzeptabel. Ich respektiere solche Christen, auch wenn die den Islam beleidigen, gegen den Islam sind, sich widersetzen, spielt für mich keine Rolle, weil immerhin sind sie einigermaßen vernünftig. Ja, deswegen habe ich seinen Kanal extra genommen. Ja, und viele Grüße an Nature23, auch wenn ich ihn nicht verstehen werde, weil er irgendwie Sachen erzählt, aber Unwahrheiten erzählt, aber das ist ein anderes Thema. So, wir drücken mal jetzt auf Play. Aber es gibt tatsächlich einen christlichen Rockerverein. Und der hat mit Nächstenliebe anscheinend wirklich wenig zu tun. Denn seit heute stehen 4 Mitglieder wegen versuchten Totschlags vor dem Düsseldorfer Landgericht. Der Tatort, eine Kirche, das Motiv, unterschiedlicher Glaube. Mark Hill. Es geht hier um Tuga Yasa. Ich wusste schon davor, was für ein Verbrecher das war. Ich wusste, dass er so irgendwie so mit so Frauen und so weiter gemacht hat, irgendwas gepimpt hat und so weiter und so fort. Aber ich habe mir gedacht, egal, ich habe nicht so viele Beweise. Ja, lassen wir das erstmal raus. Und jetzt ist er verhaftet worden. Warum? Wegen versuchten Mordes sogar schon. Ja. Wir hören uns mal einfach mal an, was hier gesagt wird. Ein Prozessauftakt, der auch bisschen leiser. Friedlich verlief.
Tumult im Düsseldorfer Landgericht. Der Bruder des Hauptangeklagten versucht, einen der Zuschauer zu attackieren. Ich kam um die Ecke und ging direkt auf mich los. So aus dem Nichts. Meine Reaktion halt, ich habe ihn dann weggeschubst, musste mich halt selber verteidigen und ja, sehr aggressiv. Javerdi sagt uns, er stehe auf einer Todesliste des Angeklagten. Beweisen lässt sich das aber nicht. Türkei Yasa steht heute wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Er ist selbst anderer Apostel. Auch Ex-Muslim, ja. Also deswegen sage ich, diese Ex-Muslime sind alles Verbrecher. Sobald ihr hört Ex-Muslim und dann wiedergeborener Christ, rennt weg. Das sind meistens immer Verbrecher. Das sind Leute, die Lügen verbreiten, die noch nie Muslime waren. Der war noch nie Muslim, wenn überhaupt ein Alevite. Aber niemals ein Muslim. Aber die lügen schon, weil die wollen die Aufmerksamkeit gewinnen. Und so bekommen die leider die Aufmerksamkeit. Weil es gibt sehr wenig Muslime, die Christen werden. Und wenn jemand sagt, ich war Muslim und wurde jetzt Christ, der kriegt die volle Aufmerksamkeit. Und aus diesem Grund benennen die sich Ex-Muslim. Ami, Elia, der und ja, das sind nun mehrere von denen. Ja. Und deswegen passiert es auch. Das sind auch Verbrecher. Die würden auch sofort angreifen und jemanden töten, wenn die Möglichkeit hätten. Und das hat er versucht gerade zu machen. Weil jemand einfach sich bekehrt hat, also jemand, der das Christentum verlassen hat, sah ihn als Abtrünniger und wollte dann was machen? Das alte Gesetz ausüben. Was steht im alten Gesetz geschrieben? Derjenige, der halt die Religion verlässt, der muss getötet werden. Ja? Und das hatte er anscheinend vorgehabt. Guckt euch das mal an. Christlichen Rockergruppe Through Life, also wahres Leben aus Solingen. Mit angeklagt sind drei weitere Mitglieder. Vor der Johanneskirche in Düsseldorf sollen sie sich mit einem ehemaligen Mitglied der Gruppe Sida A getroffen haben, mitten in der Nacht. Beide sollen sich nahe gestanden haben, kannten sich wohl aus dem Gefängnis. Laut Staatsanwaltschaft wollte Tugay Yasa ihn töten. Es ging um Glaubensfragen. Dort soll es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf zunächst versucht worden sein soll, mit einer Schusswaffe Schüsse auf den Geschädigten abzugeben. Das ist misslungen aufgrund einer Fehlfunktion der Waffe. Daraufhin ist dann mit Reizgas auf den Geschädigten eingewirkt worden und mit einer Stichwaffe. Tugay Yasa saß bereits 10 Jahre im Gefängnis, konvertierte vom Islam zum Christentum. Ach, ein Quatsch. Also, der war schon mal im Gefängnis gewesen. Da kam er raus und sagte, guck mal, Jesus hat mich geändert. Wer war noch im Gefängnis? Amir, nicht vergessen. Ne? Der soll auch angeblich Muslim gewesen und wieder rausgekommen sein. Ne? Also, das ist jetzt kein Video gegen die. Ja, das ist wie gesagt nur, damit man weiß, mit wem man zu tun hat. Ja, diese Leute behaupten, die sind Ex-Muslime, sind die größten Verbrecher immer noch. Die kommen raus und nutzen den Glauben aus. Die sagen, sie sind Christen und nutzen Jesus aus. Nutzen den Glauben aus, nutzen das Christentum aus, nutzen Christen aus. Und dann, was passiert, guckt mal an, was er da machen wollte. Er wollte jemanden töten. Er wollte jemanden töten. Als Christ. Und legte ein Buch über seinen Wandel. Oder? Rockerchef zum Jesus-Jünger. Jetzt ist er als Online-Prediger unterwegs. Wir müssen auf die Knie gehen. Wir müssen Jesus Christus seinen Namen ausrufen. Patrick Altendorfer ist extra für den Prozess aus der Schweiz angereist. Dort ist er Pastor einer Freikirche. Mit dem Angeklagten hat er öfter über das Internet. Und das sind nicht diejenigen, die zum also die Evangelisten oder die Katholiken, das sind immer die Freikirche. Das ist nicht die, die zu der evangelischen Kirche gehören, meistens. Oder nicht die Orthodoxe, auch nicht Orthodoxen, ja. Und auch nicht irgendwie Katholiken, das sind immer die halt zur Freikirche gehören. Das sind richtig, also wenn ihr Freikirche hört und Ex-Muslim, rennt weg. Rennt wirklich weg. Das ist wie der Dajjal. Wenn ihr den Dajjal seht, sollt ihr wegrennen. Wenn ihr den Ex-Muslim seht, der behauptet, Muslim so gewesen zu sein mal, rennt weg, das ist eine Lüge. Und der ist ein Verbrecher, der ist gefährlich. Der kann wirklich auch töten, dieser Ex-Muslim. Glaubt mir, ich hatte schon solche Leuten wirklich auch zu tun gehabt vor Jahren. Die sind gefährlich. Die kommen mit Messer und machen was weiß ich, bedrohen und so weiter. Ich sehe, das ist meine Meinung, wie ich sage, dass er einfach das Christentum als Vorwand genommen hat. Und der Hintergrund war eine kriminelle Vereinigung, die sehr gefährlich ist, wie ich es auch zu spüren bekommen habe. Angeblich sei er bedroht worden. Auf seiner Facebook-Seite lädt Tugay Yasa seine Jünger sogar zum heutigen Prozess. Seine Jünger? Wer ist der Prophet? Ja, der hat Jünger. Und wer wird angelockt? Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der Ex-Muslim war auch da gewesen. Ne? Der hat sich da auch... klar, der wird jetzt sagen, ich habe mit ihm nichts zu tun. Klar, natürlich wird der Verbrecher sagt doch auch, dass er nichts verbrochen hat. Jemand, der klaut jetzt gerade einen Bank ausrauben will, denkst du, der wird sagen, er wird einen Bank ausrauben? Diese Menschen sind alle Gestalte gleich. Und jetzt fangen die an, gegen ihn zu reden oder was? Davor erstmal nicht. Das war ja alles bekannt gewesen eigentlich. Ich meine, wenn ich aus Berlin höre, was diese Leute machen, dann müssen die Leute aus Düsseldorf, aus NRW erst recht wissen. Ja,
ja zunächst mal der Vorwurf des versuchten Tötungsdelikts im Raum. Ich weiß nicht, hört man das? Die große Frage ist natürlich, ob man von diesem Delikt strafbefreiend zurückgetreten ist, sodass dann in Anführungszeichen nur eine gefährliche Körperverletzung hängen bleiben würde. Also, dass er es sich doch nochmal anders überlegt habe. Das bezweifelt allerdings die Staatsanwaltschaft. In 3 Wochen geht der Prozess weiter. Ich meine, also ganz ehrlich gesagt, wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Muslim sowas machen sollte oder irgendwie schlechte Eigenschaften hat und das auch raus präsentiert, da werden wir auf jeden Fall auch ihn davor warnen. Muslime davor warnen und ihn auch davor warnen. Und auch Muslime, andere Muslime sagen, pass mal auf, der ist gefährlich, geh nicht zu ihm, hör ihn nicht an, wenn jemand so auf diese Art und Weise tickt, zum Beispiel als Muslim. Aber was ist bei denen? Bei denen ist es nicht so. Bei denen ist es, yani, subhanallah, yani, überlegt euch mal, Elia, der hat uns doch getrieben und so weiter, die waren alle zusammen gewesen und haben gar nicht davor gewarnt, haben gar nicht gesagt, ey Junge, Elia, was machst du da überhaupt, du hast ein Mädchen zu Hause, du machst Videos und so weiter, du predigst das Christentum und du bist mit einer Frau zusammen und schläfst mit ihr zusammen, machst Unzucht, hat keiner von ihnen gesagt, die haben alle zusammen gelacht, gegessen, getrunken, sich getroffen, mit ihr sogar auch noch zusammen getroffen, Amir, hier, wie heißt er, sein Bruder, jetzt habe ich ihn vergessen. Das habe ich schon sehr lange vergessen. Mit denen hat mir lange nichts zu tun gehabt. Wartet, jetzt fällt es mir. Das wird mir gleich einfallen. Rissa. Unser Illuminati-King, ja. Überlegt mal, der und Elia und die Freundin, die haben sich alle getroffen. In einem Raum waren die zusammen gewesen. Die haben sich draußen getroffen. Und keiner hat gesagt, davor gewarnt, weil diese Leute sind nicht dafür. Das geht hier nicht um das Christentum. Das geht nicht um den Glauben. Das geht nicht um Gottesfurcht. Das geht hier nicht darum, dass man die Wahrheit predigt. Das geht wirklich nur über Islam. Hauptsache Islam wird schlecht gemacht. Mehr nicht. Und wir Muslime, wenn wir uns sehen, jemand erzählt Mist, dann werden wir auch die Leute auch in der Öffentlichkeit, wenn wir davor waren, auch in der Öffentlichkeit, gerade erst recht in der Öffentlichkeit. Erst wird er so gewarnt, ja, erstmal so privat, wird man sagen, ey, pass mal auf, hör lieber auf damit. Du erzählst Mist und keiner von denen soll sagen, ja, wir wussten ja nichts davon, ne? Weil, wenn ich schon aus Berlin das weiß, dann wissen die bestimmt aus NRW, aus Düsseldorf erst recht. Ja. Wir gucken uns mal ein weiteres Video an. Ich meine, die Ex-Freundin wusste ja auch alles. Das ist ja, ich will nicht viel darüber reden, aber das ist halt die Tatsache. Wir sind ehrlich, wir sind wirklich ehrlich. Nicht nur reden. Wir gucken uns mal hier mal das Video auch mal an. Sie sollen einer Freikirche angehören und hätten im Schwarzwald eine christliche Rocker-Gang gegründet. Das mit der Nächstenliebe scheinen die Rocker aber wohl falsch verstanden zu haben. Die Staatsanwaltschaft. Einer von ihnen hat sich mal bei mir gemeldet. Das war irgendwann vor ein paar Monaten oder vor ein halbes Jahr. Bisschen länger her. Und da meinte auch, der ist verzweifelt und so. Der sieht auch Tuga Yazas von ihnen halt Leute, die auch zu diesen Rocker-Gang gehörten. Und der war voll verzweifelt gewesen. Er meinte, was soll er machen und so. Der will eigentlich den Islam annehmen und so. Aber er hat Angst. Ja, also ich hatte ein bisschen mit ihm geredet, aber er hat sich danach nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung, was mit ihm jetzt geschehen ist. Überzeugt. Sie wollten nachts in Düsseldorf auf der Kö einen abtrünnigen Glaubensbruder erschießen. Darum geht es seit heute vor dem Landgericht Düsseldorf. Torgay Yasa gilt als der unumstrittene Chef der christlichen Rockergruppe True Life. Während einer langjährigen Haftstrafe will der ehemalige Muslim zum Christentum gefunden haben. Doch im vergangenen August soll er versucht haben, ein abtrünniges Mitglied seiner Gang zu erschießen. Laut Anklage mit einer Pistole vor der Düsseldorfer Johanneskirche. Das ist misslungen aufgrund einer Fehlfunktion der Waffe. Selbe Video. Daraufhin ist dann mit Reizgas auf den Geschädigten eingewirkt worden und mit einer Stichwaffe. Der Geschädigte konnte zunächst eine gewisse Strecke noch flüchten über die Steinstraße. Dort ist er wieder eingeholt worden, dort weiter misshandelt worden und dann verletzt liegen gelassen worden. Wie passt das zu Torgay Yasas christlichem Anspruch? Auf einem Video wendet sich der selbsternannte Apostel an seine Anhänger im Internet. Wir müssen Buße tun, wir müssen auf die Knie gehen, wir müssen Jesus Christus annehmen. Immer Jesus Christus Buße tun, Knie gehen, Sündenfall, für Sünden gestorben und am Ende sind die größten Verbrecher überhaupt. Diese wiedergeborenen Christen. Rufen, wir müssen sein und die sich Ex-Muslime nennen, sehr wichtig. Rufen, es ist vorbei, wir müssen aufhören mit diesem Spirenzchen. Amen. Vor Gericht treffen wir auch Kritik. Hört sich alles gut an, war? Bis jetzt hört es sich gut an. Jetzt hört sich das nicht mehr gut an. Ne? Nachdem jetzt die Wahrheit aufgezeigt wird, ja, dann denkt man schon ein bisschen anders. Aber da in dem Punkt haben die bestimmt alle mit Stolz diese Videos hochgeladen. Guck mal an, der Tugay, der Ex-Muslim, der ist Christ geworden. Werbung gemacht ohne Ende. Ja. Von Torgay Yasa. Jetzt entfernt man sich vor ihm. Vor ihm warnen.
Und dann habe ich mit Turgay so eine Art Diskussion immer wieder im Internet gehabt. Und so ist das, hat sich das immer weiter aufgespielt. Und dann kam ich auf die Todesliste. Weiter kommt er nicht. Ein Mann stürzt sich auf ihn, schlägt auf ihn ein, wird von Justizbeamten abgeführt. Weitere Beamten versuchen, den Kritiker zu schützen. Dann stellt sich heraus, der Angreifer ist der Bruder von Turgay Yasa. Der Bruder von Turgay Yasa, will ja auch nichts Falsches sagen, kam um die Ecke und ging direkt auf mich los. So aus dem Nichts. Der selbsternannte Apostel verweigert heute jede Aussage. Mit einem Urteil wird es im August gerichtet. Der verweigert genauso wie die heutigen Christen, also Ex-Muslime Christen, die halt auch alles verweigern, ne? Deswegen, also ich habe hier natürlich noch ein anderes Video. Ihr habt ja, also das eine Video, ich weiß nicht, ob das noch sichtbar ist. Ich habe es nicht gefunden, wo Elia mich auch bedroht und beleidigt, dass er mich töten will. Aber wir haben das Video noch von Amir, damit ihr auch seht, es gibt hier keinen Unterschied, wirklich nicht. Kannst du deinem Allah gehen in Sure 4, Vers 4, da kannst du vier Frauen nehmen mit dem Ruf. Ich will den Pakt von Umar an dir und deiner Familie praktizieren. Und wenn du deinen Mund aufmachst, werde ich dich töten. Hier. Wenn du den Mund aufmachst, werde ich dich töten. Wo ist die Liebe? Wo ist die nächste Liebe? Liebe deine Feinde hier, wenn du einen Schlag auf deine rechte Wange bekommst, sollst du deine linke halten. Wo, Amir? Wo? Der war hier gefüllt, weil die Ex-Freundin ist ja den Islam angenommen, die waren hassgefüllt. Man sieht an deren Gesichter. Die waren voll, die wollten das Video machen. Danach haben die das Video rausgenommen, aber Eli hat irgendwie aus seinem Kanal wieder hochgeladen. Die haben das Video rausgenommen aus deren Kanal, aus ihrem eigenen Kanal, ja? Also der Ex-Muslim hier, der hat das Video rausgenommen. Aber Elia war ja in der Zeitpunkt, hat er irgendwie auch Hass gehabt an Amir. Der hat Amir nicht gemocht. Der hat mir so ein paar Sachen erzählt. Die haben sich gegenseitig immer gesehen, dass sie halt neidisch sind und so weiter gegeneinander. Aber das will ich jetzt nicht aufzählen. Auf jeden Fall hat er es rausgenommen, hat Elia wieder hochgeladen, dann haben wir das Video gehabt. Ansonsten hätten wir das Video gar nicht gehabt. Und dann haben andere auch noch hochgeladen. Und guckt euch mal an, ja, wie hassgefüllt er ist, was er hier sagt. Das ist... Ich will den Pakt von Umar an dir und deiner Familie praktizieren. Und wenn du deinen Mund aufmachst, werde ich dich töten. Du ungerechtes Schwein. Du ungerechtes Schwein, ehrlich. Also es reicht eigentlich, ja? Also was wir sagen wollen, es gibt hier einfach keinen Unterschied. Ob das der jetzige ist, der Turgay, der Amir, der Elia und andere Anti-Christen von mir aus, der Jel, ja? Die halt sich Muslime, Ex-Muslime benennen, diese Leute sind alle gleich, die sind alle in einen Topf. Schmeißt die wirklich alle in einen Topf. Nicht 10 von 15, von 15 alle in einen Topf. Von 199 mindestens, vielleicht einen nicht. Aber die sind alle gleich. Alle Ex-Muslime, die sind hassgefüllt, gibt nur im Islam. Deswegen gibt es auch diese Strafe. Was passiert mit einem Ex-Muslim? Ja, aus diesem Grund, ey, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der das weiß, dass diese Menschen den Glauben bekämpfen, dass sie beschmutzen, dass sie Müll reden, dass sie Müll erzählen. Und das geht hier nicht um Ex-Muslime, das geht um die Leute, die gerne Ex-Muslime wären, sich wünschen, Ex-Muslime zu sein, damit die die Religion noch mieser angreifen können. Es geht ja nicht um Ex-Muslime, sind da keine Muslime gewesen, niemals. Amir haben wir schon gesehen, Elia braucht man ganz zu reden, da kann ich mal die Scherde aussprechen. Und dieser Turgay sieht gar nicht so aus, keiner weiß, keiner kennt ihn, als er mal Islam praktiziert hat, ob er mal gebetet hat oder so. Keiner kann das bezeugen, ja, deswegen kann man nicht sagen, das sind Muslime. Aber die wünschen sich, viel schlimmer, das sind nicht mal Ex-Muslime, die wünschen sich, dass sie Muslime sind, damit die den Muslimen noch mehr beschmutzen. Und solche Leute sind erst recht nicht zu retten. Solche Lügner, die Lügen verbreiten. Ich will nochmal aufzeigen, warum wir keine Videos mehr machen. Aus diesem Grund, weil diese Leute Verbrecher sind. Die schmutzigsten Menschen sind auf der ganzen Welt. Ich sag ganz ehrlich, schlimmer als Tiere. Ich werde das Wort benutzen, schlimmer als Tiere. Ich rede nicht von Christen. Nicht von Christen, Leute, die halt Jesus anbeten. Ich rede von Leuten, die Lügen, absichtlich Lügen erzählen, die sich benennen Ex-Muslime, obwohl sie gar keine Muslime waren. Nur den Glauben zu beschmutzen, das sind schlimmer als Tiere. Nur diese Leute sind viel schlimmer als Tiere. Egal wer das ist, sind schlimmer als Tiere. Und mehr brauchen wir nicht hier zu reden. Man muss auf jeden Fall aufpassen von solchen Leuten und nicht die Aufmerksamkeit solchen Leuten schenken, weil sonst erreichen sie einige ihre Ziele. Weil deren Ziel ist einfach nur, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, ich meine, wir haben schon gezeigt, dass er beschmutzt hat mit seiner Freundin, dass er extra die Freundin zu sich gebracht hat und Unzucht getrieben hat und gesagt hat zu ihr, dass man
das im Christentum erlaubt ist, Unzucht zu treiben untereinander, wer das noch sagt und noch sagt, dass diese Leute noch Christen sind, der ist ja nicht mehr zu retten. Dann ist ja das Christentum auch nicht mehr zu retten. Ja, wenn man diese Leute noch Christ nennt, das ist nicht normal. Auch wenn es Muslimen wären, wäre es ja viel schlimmer. Zum Glück sind es keine Muslime, die sowas machen, weil das wäre schon schlimm. Wenn der Islam missbraucht wird, dann bin ich da. Dann werden wir da sein. Dann werden wir auf jeden Fall dagegen sein und nicht dafür und nicht diese Leute hier als Muslime ansehen. Ja. Mehr gibt es hier nicht zu reden. Das wollte ich nur mal aufzeigen, wie gefährlich die Lage gerade ist, wie diese Ex-Muslime was die vorhaben. Ja. Ich weiß nicht, ob alle von denen bezahlt werden, glaube ich nicht, aber einige werden definitiv bezahlt. Die, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, wer die halt hochpusht, wer denen die Möglichkeit gibt, dass sie überhaupt solche Sachen verbreiten können. Aber am Ende sollten wir wach bleiben und aufhören, solche Videos anzuschauen.